Peace, ja, im Moment mal. Ich muss mal kurz was holen. Also, in Europa geht es uns ja wirklich gut, ja. Ich kenne ja selbst, also selbst Hartz IV Empfänger kenne ich manchmal, lerne ich manchmal kennen, die es irgendwie schaffen, sich so ein Auto zu leisten oder so, ne? Ich beziehe auch Hartz IV, aber ich habe trotzdem eigentlich normalerweise ein bisschen mehr Geld als Hartz IV. Nur wie gesagt, ich wusste, es kommt nochmal ein finanzieller Engpass, aber sollte bald irgendwie weiterlaufen, vielleicht ein bisschen besser. Ist ja egal, irgendwie schustert man das schon, ne? Bin auch so eigentlich zufrieden mit dem, was ich habe, ne, würde ich sagen. Und ich sag mal, in Deutschland haben wir, oder allgemein in Europa ist ja eigentlich ein guter Standard. Wir leben schon gut, ja. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Eskimos, ja. Weiß ich nicht. Also die können, von, wenn man jetzt ein Eskimo ist oder so zum Beispiel oder so, ne, wie, die haben ja da irgendwie ein ganz anderes Leben wahrscheinlich. Einfach nur in Eis und da kann auch nicht die Frau mal eben in ein Auto abgeholt werden oder so, ne. Vor allen Dingen, dann kannst du der Frau ja gar nichts bieten, ne? Und deswegen würde ich alle Frauen empfehlen, ja, die zum Beispiel die bei Eskimos wohnen oder so, kommt nach Europa, kommt nach Deutschland und auch aus den anderen Ländern, die ganzen arabischen Länder da und so, wo, oder was weiß ich was für Länder. Nicht alle arabischen Länder, viele reiche arabische Länder gibt es ja auch, aber gibt es ja viele Teile auf der Welt, wo die wirklich arm sind, ja, da wo die Männer euch nichts bieten können, ne? Kommt alle nach Europa. Hier ist sogar Hartz IV besser als wieder bei euch, ja? Alle Frauen nach Europa kommen. Ne, aber die Männer nicht, ne? Die brauchen, die können da bleiben. Die sollen erstmal alles aufbauen, dann könnt ihr wieder zurück.